Na, jetzt wird's interessant. Ich habe mich eben an den Computer gesetzt, habe mich gewundert, warum dieses Coronavirus-Video plötzlich so eingebrochen ist. Und jetzt gucken wir mal. Das sind die Aktivitäten in Echtzeit. Und das lief und lief und lief und lief. Und dann heute Nacht wurde es plötzlich ruhiger und relativ sehr ruhig sogar. Und jetzt gucken wir mal. Die Videovorschläge, die die größte Quelle für dieses Video waren, die brachen plötzlich ein auf Null. Noch sind sie bei 52,7%, weil hier noch der Blog von den vorigen 24 Stunden ungefähr zu sehen ist. Die YouTube-Suche ist momentan die einzige Quelle, also nennenswerte. Es gibt noch externe Quellen und so weiter. Das ist nicht das Problem. Ich habe mich gefragt, was dahinter stand und habe ein bisschen nachgeguckt. Und zwar war um die Zeit, das war vor 22, nee, vor 20 Stunden, also jetzt ist es 22 Uhr, nachts um 2. Ging das los. Und zwar hat sich tatsächlich doch Jutta Ditfurth gemeldet. Und zwar Corona und die Scharlatane, Verschwörungsideolog, natürlich Ginnen, Querfrontlerinnen, damit wir auch alle ansprechen, Antisemitismus, versuchen sich die Corona-Pandemie ideologisch und geschäftlich zunutze zu machen. Sie reden von einer Corona-Lüge. Hört es nie auf, dass einige Leute hier auf rechtsradikale Verschwörungstheoretikerinnen, Antisemitinnen hereinfallen. Neuestes Beispiel eines Verschwörungsideologen, der Arzt Dr. Wodak. Und jetzt kommt noch SPD-Mitglied und so weiter. Und dann, naja. Und ab dann setzten in der Nacht, wo man dann nicht drauf achtet und antworten kann, setzte eine, naja, Flut von Leuten ein, die sich dann alle berufen fühlten, in das Horn von Jutta Ditfurth zu pusten. Vor 10 Stunden schrieb aber zum Glück mal jemand anderes: Ein Glück, dass es noch ehrliche Menschen gibt, die sich gerade machen. Danke dafür. Ohne Leute wie Sie, also ich bin gemeint, würde ich immer noch in der Matrix leben. Machen Sie bitte weiter. Ich gebe das an andere Lehrer, zu denen ich vielleicht noch Kontakt bekomme. Weiter. Ja, sowas gibt es noch. Das ist das eine. Und jetzt nochmal zu diesem Kanal. Und zwar gucken wir mal nach. Tatsächlich. Und das ist es. Das ist das Gesicht. Das Kanalbild sagt natürlich einiges. Ne? Und ja, 40 Jahre Grüne. Ja, klar. Das ist ihre Playlist. Auch logisch. Und natürlich linke Musik. Ganz wichtig. Macht euch ein Bild darüber, aber langsam muss ich den Kanal auf Politik umstellen. Jetzt langsam geht es mir auf den Zünder, wie dämliche Menschen es wirklich tatsächlich gibt, die solchen Aufhetzern, die alles beschmieren und das auch noch gut finden, hinterherrennen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich hab sie, auf jeden Fall.